Seit dem Abend des 15. August 2021 suchten Einsatzkräfte im Bereich des Schweriner Lankower Sees nach einem 12-jährigen Jungen. Er ist bei einem Badeausflug mit Bekannten plötzlich aus dem Sichtfeld geraten und wurde seitdem vermisst. Eine große Suchaktion wurde gestartet. Das Ufer wurde systematisch abgesucht. Neben einem Polizeihubschrauber kamen auch eine Drohne mit Wärmebildkamera sowie Boote und Rettungstaucher zum Einsatz, um den See abzutasten. Der Lankower See ist etwa 1,5 Kilometer lang und bis zu 10 Meter tief. Wegen des trüben Wassers und des starken Algenwachstums ist die Sichttiefe gering. Am Morgen des 18. August wurde nun die Leiche des Jungen geborgen. Einsatzkräfte haben den Jungen unweit der Stelle, an der er verschwunden ist, gefunden. Die genaue Todesursache ist noch unklar und wird untersucht.